Howdy Spectators und willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder, heute mit Seras. Servus. Und wir starten bei 6-0 wieder vorne mit den Amis und auch nur mit einem Fahrzeug, denn 6-0 ist bei den Amis sehr dünn, nämlich mit dem Perman, dem M4 T26. Was wir haben, ist eine M4-Wanne, also eine Sherman-Wanne und dem Turm des, oder dem Prototyp des Turms des M26. Und es wurde auch nur ein Prototyp auf dem Chassis des M4A3 gebaut. Es ist eine Verschmelzung des T26-Turm mit dem Sherman-Chassis. Und es war vor allem sehr einfach, da der gleiche Turret-Wing genutzt wurde. Man wollte mit dem Projekt 1944 die Schlagkraft gegen deutsche schwere Panzer erhöhen. Noch vor den ersten Tests wurde das Projekt jedoch wieder eingestellt. Wir stellen das jetzt nicht ein, sondern wir gehen austeilen. Das Deck ist sogar dünner als ich. 6-3 wird dann wieder ein bisschen dicker. Da muss ich mir noch einige Pachten geben lassen, habe ich schon gesehen. Das ist 3 Premiums auf 6-3. Ja, das ist ordentlich. So, was ist der Plan? Durch die City? Durch die City. Aber ich glaube, ich fahre durch den südlichen Teil der Stadt, so zwischen C- und D-Linie. Mhm. Ich möchte mal was Neues machen. Da fahr ich bin heute dann. Abend, ich bin heute abenteuerlustig. Oh. Komm mit mir ins Abend. Nein, das lasse ich jetzt. Doch. Und zwar. Zumindest so lange, bis die Runde vorbei ist. Dann nächste Runde bestimmt, oh nee, komm, wir machen den normalen Scheiß wieder. Das ging so du in die Hose. Die hübsche Tarnung drauf. Ich hab die hübsche Tarnung, ich hab sie nicht hier drauf. Die ist nicht automatisch ausgewählt. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich finde die Wüstentarnung im Schnee besser als die Waldtarnung. Stimmt, ich hab nur, wie gesagt, nur nicht drauf geachtet. Also manchmal achte ich drauf, was für eine Tarnung ich nehme, aber oft vergesse ich das einfach, ich gehe dann einfach rein. Dafür muss dieser Holzbau jetzt hier leiden. Ich wünschte mir manchmal Friendly Fire in diesem Spiel. Gerade wie so ein Teammate auf den Sack geht mit dem MG von hinten. Genau der. Kennst du diese Szenen in so Cartoons, wenn der Hauptcharakter genervt wird und die Stresspustel in der Stirn immer größer wird? Ja. Sowas hab ich dann auch immer. Ich kann keine Artillerie auf die da hinten werfen. Es ist noch ein bisschen zu weit. Aber ich kann Artillerie auf A werfen. Schmeiß es am besten auf den Durchgang hinten bei den Gebäuden. Ne, ja, ich hab's jetzt da hinter die südliche Teil von hinter die Gebäude geworfen. Das Einzige, was mir bei dem Perman so ein bisschen nicht, vor allem was mir nicht gefällt, ist halt der Schwerpunkt des hohen, schweren Turms. Das Ding wackelt man merkt, halt. Ja. Es könnte auch ein Franzose sein. Okay, vor uns. Einer schon Feuer. Hier ist auch irgendwas bei mir. Ich glaube, ich habe auch einen Schatten gerade gesehen. Ja. Du hast einen Schatten, ey. Hab ich auch. Okay, hier ist clean. Erstmal wieder reinkommen in War Thunder. Die ganze Woche, wo ich in Sizilien war, habe ich kein War Thunder gespielt. Ja, wir haben dich voll vermisst. Ich habe mich nur ich hatte mein Laptop zwar dabei, aber ich habe mich nur eingeloggt täglich. Ich hatte keine Lust zu zocken. Ja, du ab und zu brauchst mal eine Pause. Ja. Ich habe eine geile Pizza gegessen, mir historisch interessante Dinge angeguckt. Essen ist immer gut. Essen ist immer gut, ja. Vor allem Essen, Schlaf und Sex sind die besten Entschuldigungen. Ich habe mir alte historische Sachen angeguckt aus, aber. Wo war der? Ich glaube, das kam aus Norden. Ah ja, die stehen an der Kirche. Also sind einige kommen über den nördlichen Teil der Stadt. Ich fahre da jetzt mal entgegen. Ja, da stehen nämlich auch schon welche bei der Ausfahrt von der Hauptstraße. Ja, hinter mir stehen sie auch, vor mir stehen sie, das ist gerade alles ein bisschen uncool. Wo ist der Orbital Strike, wenn man ihn braucht, ne? Ja, echt so. Machine Gunner, nice. Ich habe beim Tiger den Machine Gunner erwischt. Ich habe ihn mit der Granate komplett durch den Turm geholzt, aber der Machine Gunner ist noch tot. Lol, ich hab's überlebt. Nein, ich hab's nicht überlebt. Ich bin mal gespannt, was wir in den nächsten Tagen als April Fools bekommen, falls wir was bekommen. Ja, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Hoffentlich wirkt jetzt so ein Held ein, was Klomobil dann so einen Scheiß rufen können. Ja. Wir haben dann doch ein leichtes Abtier bekommen. Der 6-7 ist die Runde. Oh nein, da sollte ich nicht schießen.
komme mit der AM1. Aua. Ich glaube, das geht voll in die Hose jetzt. Oh ne, der hat daneben geschossen. Okay. Dann wieder fliegen. Der hat nicht daneben geschossen. Also ich bin noch 4,5 Kilometer raus. Wenn du gleich ein Ziel für mich hast, versuche ich es zu killen. Ich glaube, jetzt habe ich die Artillerie falsch geworfen. Na egal, ich bin eh raus. Das ist ja ein guter Stand. Willkommen zurück in War Thunder. Willkommen zurück in War Thunder. Ich kann direkt wieder gehen. Ne? Ist so. Gucken, was der Heavy hier nördlich von unserem Spawn macht. Der versteckt sich da. Hier 20er. Was ist das da? Ist das ein Heavy? Das ist ein Heavy. Soll ich dir mal alles auf den Kopf werfen, was ich hab? Oh ja, ballern das. Ich hab zwar nicht viel, ich hab zwar viel, aber nicht groß. Irgendwas wird schon sitzen. Nein. Das sah zumindest gut aus. Alter, er hat einfach nichts abbekommen. Ich hab nicht mal das Assist bekommen. Wie soll man denn sowas ausbauen, ey? Gut, Fahrerrechtsschützer, sehr gut. Alter, Dinge, die der Tiger nicht braucht. Bomben kannst du in der Pfeife rauf. Ich hab nicht mal Hits bekommen auf den AMX gerade. Wofür auch? Für Abschusshelfer? Ich glaube, ich treffe den Motor von dem Tiger 1. Ich guck mal, ob ich zum Airfield zurückkomme. Okay, Abschusshilfen. Hier ist es für den Tiger. Ich nehme auch Abschusshilfen. Das ist okay. Hauptsache Punkte. Was für coole Sehenswürdigkeiten gab es denn? Oh, ich war in den Überresten eines griechischen Theaters. So ein Amphitheater, oder? Genau, so ein griechisches Amphitheater, ja. Dann in den Überresten eines römischen Amphiodroms. Leider nur Überreste, man konnte es nicht wirklich fluten. Man konnte auch keine Sklaven da reinwerfen oder so. Okay, schade. Ja, dann habe ich mir eine unterirdische Grabstätte angeschaut, wo 10.000 Gräber drin waren, aber... Was? Leider... Bomben, oder? Ja, richtig. Leider war das sehr gewascht von den Tourguides. Also man konnte ja nur mit Tourguide rein. Und als ich dann da drin war, dachte ich mir, okay, ja, man hätte sich auch noch sehr leicht verlaufen können sonst. Das war wirklich sehr verzwirbelt und so. War ziemlich cool. Und leider sind wir da ziemlich durchgewascht, irgendwie in 25 Minuten oder sowas. Okay, so schade sowas. Ja. Als Leistung also nicht gegeben. Ne, da mache ich in so einer Borg-Anlage, in so einer alten, habe so viel Geschichte, habe ich mir angeguckt. Und dann Essen, bisschen Strand. Es war halt vor allem endlich mal schön, ich konnte endlich mal meinen Vitamin D-Haushalt aufladen. So als Gamer. Den einen Tag 25 Grad blauer Himmel, das war ziemlich nice. Ja gut, du magst ja Sonne eh. Du bist ja so ein Richtig. Komischer Sonnengamer. Richtig. Ja, es hat sich schon mal ganz cool angefühlt. Ja, gab's da schöne Strände? Nee, es waren jetzt leider nicht die besten Strände. Es sind viel Steinstrände. Den Sandstränden hätte ich wirklich ein bisschen fahren müssen. Aber ich bin halt die ganze Zeit eher fußläufig unterwegs gewesen. So. Wir haben einen Flieger, pass auf. Ja, ich warte gerade, dass der näher kommt, damit ich... So, vielleicht ein bisschen Glück haben und ihn treffen. Ne, jemand anderes schießt schon zu früh. Das fliegt ja nicht so, wie ich es vorausgesehen habe. So was hasse ich. Der fliegt nicht, wie ich will. Der fliegt echt nicht, wie ich will. Alle kriegt 43. Die hat eine 215. Okay. Ja, jetzt komme ich.
Die haben mir eben noch gesagt, Amerika braucht keine neue AA, deswegen hat sie auch keine neue AA. Ja, Arsch, ey. Ich brauche was Besseres. Die genau, hätten mal von Frankreich eine rüberschicken können, eine 557, ja, dann wäre ich schon so glücklich. So ein Zerstörer für die Amis oder sowas. Du, es gab genug 20mm auf Trucks bei den Amis. Und wenn es irgendwelche Provisorien waren. Ja, oder 20mm auf dem Chassis des kleinen Lights oder sowas. Oder auf dem M41-Chassis oder so. Ich prophezei ja schon seit Jahren, dass ich den M24 mit den 650-Kels im Turm gerne hätte. Der wäre mega cool. Ich habe das Flugzeug getroffen. Sehr nice. Okay, mein Luck kommt zurück. Zack, tot. das ist ekelig. Da ist ein Flugzeug. Markier mal für unser Team, da steht einer. Nur wie eben schon zum Seeraus gesagt, liebe Leute, ich werde die nächste Zeit definitiv keine Pizza in Deutschland essen können. Weil die Pizza vor Ort ist dann doch sehr viel geiler als bei uns. Und das Witzige ist halt, es gibt da gar nicht so viele Sorten an Pizza. Es gibt Margherita, Frutti di Mare, also und oh, verdammt, hinter mir. Und halt noch irgendwas mit Pilzen. Die klassische Fungi, oder? Ja, ja, sowas in die Richtung, ja. Aber selbst die Margherita war so viel geiler. Verdammt. Als das, was man hier so hat. Jetzt ist er natürlich tot. Aber ich kann wieder mit neuen Fahrzeugen ein, das ist doch der Hammer. Sehr gut. Links in der Stadt sind einige. Ich werfe jetzt eine Bombe auf die. Warte, bist du ein Flugzeug? Ich gehe jetzt ins Flugzeug. Pass auf, die haben Isterberg. Mir egal. Der schießt ziemlich gut. Dann sollte ich jetzt wirklich viele Punkte machen, wenn ich nochmal rein will. Und einen M42 haben sie auch, der scheinbar ganz gut schießt. Ach, verdammt. Jeder M42 schießt besser als ich. Hey, du hast einen Japaner getroffen, das ist schon eine Cheat. Das stimmt. Und er ist an eine Kurve geflogen und er war weit weg. Ich, stolz auf mein Glück. Mal, dass also, ich da. Das sind. Oh, da schieße ich hier außen hin. Stand einer. Ich glaube, ein Heavy war das, ein Tiger oder sowas. Ja, ich glaube, ich werfe gerade meine Bombe entweder mal nach A, aber da ist auch unser Jagdpanzer. Deswegen versuche ich es mal mit dem hier. Okay, war ein Panzer, Bastian. Okay, den Challenger habe ich. Jetzt drehe ich ganz schnell ab und fliege wieder weg. Hahaha. Ja. Können wir mal gucken, ob ich für dich den Easterberg finde. Ja, die M42 war gerade ein bisschen mehr auf mich fixiert. Okay, die haben den Nuke. Fangen sie ab. Das könnte ich versuchen, ja. Ich sehe sie schon. Hier. Ich habe sie gerade auch kurz gesehen. Ich versuche es. Tief über dem Boden. Ja, komm. AD4, du weißt, wir wurden nur gebaut, um Nukes abzufangen. FU ist auch noch auf dem Weg dahin. Alter. Ah, die FU hat sie. Sehr gut. Ah, das war der Typ, der mich so genervt hat. Das war der Comet, der so viele Kills gemacht hat. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe ihn sogar in die Nuke gebracht durch meinen Kill eben. Oder war ich ein, habe ich einen Challenger gekillt? Keine Ahnung. Nein, ich hatte auch einen Type 75 gekillt, oder? Nee, ich meine ich gerade mit der Bombe. Weil der stand nämlich. Wow, der Typ, der Nuke schreibt, ist ein bisschen zu spät. Ah, vielleicht hat der langsame Verbindung. Also Nuke in dem Battle-Rating-Bereich finde ich auch nicht so schwierig abzufangen wie bei den Jets. Das stimmt, ja. Also selbst wenn du halbwegs geschalten Flak kriegst du die noch. Vor allem, ja, aber vor allem halt auch, wenn du eh schon in der Luft bist. Ja. Irgendeiner hat dich da sehr, sehr lieb. Aber habe ich den Nuke gar nicht abgeschossen, das war der andere. Wo auch immer der gerade ist. Ach, der ist gar nicht mehr da. Er ist abgehauen, hat Mimimi gemacht. Ich meine, der Name ist Programm bei ihm, oder? So, ist wieder was in Arm. Ne, ist es von uns. Da kommt aber was. Warte mal, du hast 20er, ne? Zu schwer für mich. Kommt hier bei deren Spawn auf die linke Seite der Map fährt ein Ferdinand.
Ja. Den kriegst du von oben mit den 20ern geschlagen. Den hab ich gerade angeflogen, ja. Der Ferdifant. Ich habe noch nicht genug Punkte, um mir dann noch ein Fahrzeug zu kommen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Gucken, wenn die jetzt Flakes in der Stuka abgelenkt sind. Vielleicht kann ich dann hinterher. Ja. Sehr schön. Das ist die Key, die du abgeschossen hattest. Hm. Jetzt mobbst du ihn aber. Sorry. Okay, ja, da steht was im Arsch. Ich flieg's mal an. Was bist du denn? Ah, bist du schwer, wenn man jetzt an, ich hab seinen Motor. Das ist dieser Japaner STA-1 oder so. STA-1, STA-1, den 2, 3. Den kriegst du bei der 20er von oben gut klein. Ah, das Engine-Deck ist weich wie Butter. Ja, das Engine, also den Motor habe ich schon. Und wenn ich mich richtig erinnere, kriegt er seinen 50-Killer nicht nach ganz oben. Hm. Ich glaube 40, 50 Grad. Da möchte ich gerade, das wäre mehr. Nee, warte, der kriegt das steil nach oben, aber er kriegt es nicht zur Seite. So war das. Nee, der kriegt es nicht ganz nach oben, aber jetzt sind da drei in Arm. Okay, ich habe immer mehr genug Punkte für ein weiteres Fahrzeug. Also noch ist dieser Kampf nicht vorbei. Das ist der Ferdifant. Nee, es war gar nicht der Ferdifant. Was ist das denn? Ah, ein Franzose in der Lorraine. 32 Schuss habe ich noch. Jetzt wäre gut, wenn ich noch eine 2000 aus meinem Arsch ziehen könnte. Alter, so dehnbar bist du nicht, mein Freund. Nee. Ah, ich bin leer. Ich wäre auch lieber voll. Ja. Zurückfliegen, Bombe holen, Kaffee trinken. Ich hab nicht, dass du es zurückschaffst. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Die Tickets bleeden halt leider doch ganz schön. Ja, ich sehe es gerade. Ich try my best. Man bist also zwei sind raus, dann ist jetzt noch einer drin stehen, nämlich der Ferdifant. Oder die Lorrain. Eins von beiden steht da noch. Irgendwas der Auto steht hier auf jeden Fall. Wahrscheinlich eher die Lorrain. Oder der Japaner. Au. Dein Scheiß Ernst, mein Motor ist kaputt, ich komme nicht reingefahren. Alle sind tot, aber ich komme nicht rein. das ist Pech. Das ist bitter. Komm, ich brauche jetzt keine Schlachttrophäe, sondern gib mir irgendwas Geiles. Einsatzbefehl. Oh, so ein Scheiß aber auch. Ne? Ich freue mich schon, wenn wir die irgendwann in Zukunft umwandeln können. In irgendeinen anderen Scheiß. Dann wird erstmal mein Inventar richtig aufgeräumt. 10% Booster können wir dann umwandeln. Aber selbst das findet sich. Das würde ich definitiv machen. Ich habe so viele Einsatzbefehle, die ich nicht brauche. Das sind eine Menge 10% Booster. Wollen Sie ihn wirklich aktivieren? Der bringt mir noch 1%. Ja, ich habe noch 500. Man kann ja immer da nur eins nacheinander umwandeln, weißt du? Hast du auch genügend. Ah, volles Art hier. Stadt? C, ja. Hast du auch genügend davon? Also, ich sind ja bestimmt einige hundert, die ich davon habe oder so. Ja, kommt schon. Kann sie dann umwandeln in 100 Golden Eagles. Bling, bling, bling. Ja, wäre schön. Das brauchst du als Content-Partner doch gar nicht. Stimmt, ja. Kann sie umwandeln in Gaijin-Dollar. Du, ganz ehrlich, ich fände es schon gut, wenn du sie in Silverlines umwandeln könntest. Ja. Und wahrscheinlich kannst du so wahrscheinlich. Pro. Ja, das wäre nice, aber wahrscheinlich könntest du sie nur in Warbonds umwandeln oder so. Nice, die sind sowieso immer voll bei mir. Ja. Immer wenn der Battle Pass in die Phase kommt, wo es nur noch Warbonds gibt, die müssen was freischalten, sonst können sie nichts mehr annehmen. Hast du das Problem auch? Nö, ich hab ja immer meine Sachen, die ich dann kaufe. Ich hole mir immer einmal diese Rang 6, Rang 7, Rang 8 Camo-Box. Achso, ja. Die kosten dann mir 1200, 1400 oder so. Und dann immer, wenn ich dann wieder auf 1400 bin, hole ich mir so eine Box für
lustige kleine Wager oder sowas. Wagga, wagga. Noch sieht's gut aus. Ja. Steck dich mal hier vorne. Hier vorne ist was. Oh, ne, da wollte ich jetzt aber keinen haben. Ist weg. Da kommt was. Achtung. Ja. Das müsste rausfahren, damit ich sehe. Da sind sogar zwei. Genau, fahren wir jetzt beide rausfahren. Hier ist auch was. Mhm. Ich werf mal Artillerie auf die Ecke. Na, so langsam kommen auch unsere Mates. Also hier steht gucken. Er direkt am Ping. Okay, gucken wir raus um die Ecke, oder? Nee, die warten da, die campen. Aber ganz ehrlich, ich habe das Objective, können sie ruhig machen. Ja, deswegen, also... Ja, das ist also hier hat gerade auch einer geschossen. So ein rückwärtsfahrender IS, das da. Das war ein Panther mit zu viel Munition. Trau dich nochmal raus. Sei mutig, Tiger. Sei mutig. Ich hab auch. Sei wie der Panther. Er hat keinen Turm mehr. Regranz und alle Belastungsmitglieder sind raus. Sehen leider nicht. Natürlich ist die Munition nicht hochgegangen. So auch. Warum sollte sie das auch tun? Ja, ich weiß auch nicht. Er steht hier hinterm Eck. Oh, ungünstig. Dann war das kein IS, dann war das jetzt bei S3. Ich hab leider gegen die Wand geschossen. Ja gut, jetzt bin ich nicht schnell genug, jetzt komm ich nicht schnell genug. Alter, der Tiger hat mich rausgenommen mit Staffeltour. Ja, dann kam auch dann von der anderen Seite noch ein T34, als ich zu dir geguckt habe. Ah, dann bist du zu weit nach vorne gefahren. Zeit, die AM1 weiter auszubauen. Oh, warte, ich kann die dickere Bombe mitnehmen. Die 500 Pfund. Yay. Leutnant America. Ich habe so eine Tarnung für die AM1, da steht das drauf. Ha, nicht mal Cap. Eben. Lol, stimmt. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Er ist noch auf dem Weg. Ja, er ist, er tanzt noch. Und oh ja, komische stimmt. Lieder. Er muss noch ein paar Mal den Onkel Adolf umhauen. Ja. Oh, rechts außen ist auch was. Ja, ich sehe es auf der Map, aber von links... Mach ich die Außenbahn mal. Ja, von links sollten... Oh, da sind mehrere sogar. Ja, vielleicht sollst du da wirklich drauf werfen. Ich bin auf dem Weg. Stehen die? Sprayed, hier sind die. Oh, fuck. Hi. Ja. Wenn selbst ein Jagdpanther viel schneller ausbalanciert ist aus der Fahrt, dann weiß man, dass der M4 einfach viel zu lange braucht, seinen Turm ruhig zu halten. Ich wünschte, er hätte den gleichen Stabi wie die normalen Shermans. True. Warum wird mir eigentlich immer der Spaß genommen? Also hier steht ein IS. Weißt du, ich komme im Flugzeug, hab direkt ein Flugzeug am Arsch. Geht in das Flugzeug, macht alle kaputt, hat nie was am Arsch. Me don't like. Ich komme im nächsten Flugzeug. So spiele ich, by the way, meine Ami-Decks. Ich habe mal so viele Flugzeuge dabei, die ich da nacheinander so rausballern kann. Das ist halt die amerikanische Doktrin, ne? Ja, ist so. So, wo ist diese 109? Hast du eine Ahnung, wie die ist? Ach, das ist meine Heat natürlich an einem Baum explodiert, an dem die Heat eigentlich vorbeigeflogen ist. Also. Ja, die Hitboxen das sind dämlich. Das merkst du auch immer, wenn du 5 Meter an einem Baum vorbeifährst und er trotzdem umkippt. Ja. Ach, so lustig. Okay, der IS-2 fährt anscheinend Richtung unseres Spawns. Ne, er ist raus, okay. Okay. Alter, hab ich's nicht gerade gesagt mit dem Flugzeug?
ist schon wieder eins am Hintern. Ich hänge am Gegner schon an der 109, kommt die nächste 109. Mhm. Was ist denn das? Unrealistisch, die Deutschen haben eine hohe Luftdruckhalt. Boah, Komm nochmal mit der Nuke. Mir gefällt es nicht, dass wir gerade den Punkt da vorne so verlieren. Okay, haben wir. Aber man merkt schon wieder jetzt, Amerika und ich. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Land. Ich weiß, ihr könnt euch nicht so leiden. Nee. War von da. Das liegt bestimmt nur daran, dass ich mir fest geschworen habe, niemals dieses Land zu ziehen. Dann müsste es bei mir bei manchen anderen Nationen auch nicht so gut laufen. Ja, okay, es gibt ein paar, wo ich nicht hinziehen wollen würde. Russland ist auch so ein Land, wo ich wahrscheinlich nie... Also ich würde es mir gerne angucken, aber wohnen würde ich dann nicht. Ja. Oder China. China läuft doch eigentlich ganz gut. Wenn du einreisen darfst, dann ja. Also im deutschen Pass hast du kein Problem, in China einzureisen. Hunter, hey Tiger. Kommst ja mit dem deutschen Pass sogar sehr leicht nach Nordkorea rein. Also. Echt? Ja. Es gibt, glaube ich, kaum Länder, wo du mit dem deutschen Pass irgendwie Probleme hättest, ein Visum zu bekommen. Der deutsche Pass ist somit, gehört mit zu den gern gesehensten Pässen auf der Welt. Der drittbeste weltweit. Zusammen mit. Ach, Lunkrit. Verdammt. Okay, eine Abschlusshilfe. Also zusammen mit den skandinavischen Ländern und den Schweizern natürlich, weil jeder liebt die Schweiz wegen Money und so. Jeder mag die Schweiz, jeder mag das Geld der Schweiz. Ja. Und halt auch die skandinavischen Länder, weil da auch viel Geld unterwegs ist. Na, ich kann mal mit einer Bombe, die ist groß. Mach das. Brauchst du Hilfe? Ja, wäre nicht schlecht. Wohin? Der aufgeklärt ist? Direkt auf mich, direkt auf mich. Okay. Eben sein Motor nicht kaputt. Der ist direkt, wirklich direkt vor mir. Was ist denn das? Ein MA-41. Sein Motor ist rot, der repariert er jetzt, mach ihn kaputt. Für Seras! Ist auch lustig. Danke. Ich hab den mit meiner Hauptkanone nicht durchschlagen seitlich, aber mit meinem 50 Kill. Ich sag ja, Amerika und ich. Da war es gerade amerikanischer Panzer, also. Ja. Wurdest du gerade doppelt von den Alka genutzt. Oh, was kann ich jetzt da mit meiner 20er bekämpfen? Was ist mit dir? Da ist noch ein Panzer dahinter, hinter dem M41 in der Mulde. Den kriegst du auch von oben aus dem steilen Winkel. Das ist noch ein M36 gerade gespawnt, und zwar ist es der M41-Fahrer. Mach platt! Ne, ist das mein Flugzeug, was ich mit mir... Ne, doch nicht, okay. Nö, das hängt mit unserer Tempest. Dann habe ich Zeit. Es ist nämlich nur ein zweimotoriger Deutscher da. Der sollte die Tempest eigentlich. Ja, das wenig ist 410, da wäre ich gar nicht so unvorsichtig. Sehr schön. Auch die 110 kommt. 410 kommt in deiner Richtung. Ja, ist gerade mir vorbeigeflogen. Ich versuche hinterher. Ah, sie brennt. Alles gut. Ich nehme so ein bisschen die Lufthoheit. Jetzt, wo ich nicht mehr fliege. Ich würde das ja irgendwann persönlich nehmen. Willst du ein paar 50 Kills, hä? Hast du nur eins.
Der Kaffee-Gucks hat hier gerade einen gekillt. Weißt du, wo der Panther ist? Ja, das ist, also nee, da weiß ich es nicht. Mhm. Aber bei B ist ein Panther. Der Typ ist im Sub gespawnt. Aber wir sind raus. durch. Ah, wir haben sogar gewonnen. Nice. Ja, das war der Einstieg in 6-0 mit dem US-Panzer. Nicht mit denen, sondern mit dem Perman, so wie wir ihn liebevoll nennen. Hi. Und ja, wie gesagt, ihr habt gesehen, die Kanone gut, die Mobilität Sherman-mäßig nicht so sehr und das Wackeln ist schon nervig, aber an sich ein ganz guter Panzer, nur leider für mich eher uninteressant, da er kein Deck um sich herum hat. Vielleicht kommt da ja in Zukunft noch was, hoffentlich irgendwas in Richtung Flak. Aber ansonsten ist es halt ein eher schwacher Einstieg in 6-0. Wir werden aber noch einige gute 6-0er-Decks sehen, keine Sorge. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao.